Habt ihr euch schon einmal vorgestellt, ihr reist in die Vergangenheit und korrigiert in eurem Leben Dinge, die schiefgegangen sind? Oder gebt eurem vergangenen Selbst ein Buch mit den Ergebnissen der Pferderennen der nächsten 30 Jahre? Die Frage ist, geht so etwas in der sechsdimensionalen Welt von Burkhard Heim? Darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Sechs Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichem Beispiel. Über das Reisen in die Zukunft habe ich ja schon gesprochen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine relativistische Zeitdilatation in sechs Dimensionen, wie sie Einstein schon für vier Dimensionen beschrieben hat. Das entsprechende Video verlinke ich noch einmal hier oben für euch. Es gibt sogar Berichte über solche Vorfälle, die meist als Sagen oder Märchen gehandhabt oder abgetan werden. Die Frage ist nun, gibt es nach so einer Reise in die Zukunft auch wieder eine Rückfahrkarte in die Vergangenheit bzw. die Gegenwart, die man verlassen hat? Und wie ist das mit dem Verlauf der Geschichte, mit Kausalität, mit parallelen Welten, mit dem Verhindern der eigenen Geburt und so weiter? Bevor ich anfange, aber noch ein paar Hinweise. Erstens, meine neue Homepage, nataltraining.de, ist jetzt online. Dort findet ihr alle Informationen natürlich zum Nataltraining und die aktuellen Seminartermine. Abonniert gerne meinen Telegram-Kanal, wenn ihr immer informiert bleiben möchtet über Seminartermine, Vorträge und natürlich auch neue Videos. Wenn ihr euch für die Hintergrundbilder interessiert, die poste ich regelmäßig auf meinem Instagram-Kanal und alle von denen können auch als Kunstdruck geordert werden. Und last but not least, einen herzlichen Gruß an alle meine Unterstützer auf Patreon. Bevor man jetzt über Zeitreisen weiter nachdenkt, muss man erstmal die ganz grundlegende Frage stellen: Was ist eigentlich Zeit? Und wodurch wollen wir da reisen? Das geht nämlich meistens unter. Gut, Science Fiction hat keine große Screentime für philosophische Diskussionen, aber tatsächlich wird sich dafür auch nicht viel Zeit genommen in der allgemeinen, in der akademischen Physik. Einstein hat nur etwas lakonisch gesagt, Zeit ist das, was die Uhr misst. Er wusste es auch eigentlich nicht, Zeit ist halt da, aber man kann durchaus philosophisch tiefer einsteigen. Und Heims Modell basiert ja auf der Philosophie von Hedwig Konrad Martius. Deutsche Philosophin, habe ich auch kürzlich ein Video darüber gemacht. Und sie hat sich sehr tiefe Gedanken über dieses Phänomen, die Zeit, gemacht und auch ein Buch mit dem passenden Titel Die Zeit darüber geschrieben. Und sie stellte fest, unsere gewöhnliche Zeit, also das, was wir gewöhnlich Zeit nennen, die X4-Koordinate in diesem Schema, die ist eigentlich nur eine Abfolge von einzelnen Augenblicken, die erstmal per se nicht zusammenhängen. Es braucht eine weitere Weltdimension, die später X6 genannt wurde, damit diese in ein einheitliches Ganzes, in eine ganze Geschichte integriert werden. Das ist die äonische Dimension, die eine teleologische Richtung vorgibt, also die Evolution der Dinge. X6 definiert das Ziel, auf das eine Entwicklung ausgerichtet ist. Und nach Heim und von Ludwiger ist das auch gleichbedeutend mit dem Willen und der Möglichkeit, das eigene Lebensglück zu erfüllen. Also das eigene Ziel zu erreichen. Das heißt, die Geschichtlichkeit unserer Welt basiert gar nicht auf dieser profanen Koordinate X4, nenne ich es jetzt mal profan, sondern auf der teleologischen Koordinate X6. Der wesentliche Unterschied ist von X4 und X6, X6 läuft nur in eine Richtung. Entwicklung, Evolution geht nur in eine Richtung, nämlich auf ein Ziel hin. Nebenbei ist das die Antwort auf die Verwunderung, die man immer wieder in Physikbüchern liest. Eigentlich lassen Einsteins Gleichungen auch ein Rückwärtslaufen der Zeit zu, das wir aber nie beobachten. Aber mit X6 ist das verständlich. Zeit geht nur in eine Richtung, Entwicklung geht nur in eine Richtung. Die einzelnen Augenblicke werden immer in eine bestimmte Richtung angeordnet. Und das hat immense Konsequenzen für unser Verständnis von Zeit und Zeitlichkeit. Und es bedeutet, wenn wir uns jetzt Zeitreisen angucken, dann müssen wir uns nicht X4 angucken, sondern X6. Wenn ihr mal eines meiner Natal-Seminare mitmachen solltet, ihr werdet dort lernen, dass ihr euch gedanklich und emotional in der Zeit versetzt. Zunächst mal in die Zukunft. Zukunft bedeutet nicht die schlechten Nachrichten von morgen gucken, sondern sich so da hineinversetzen, dass man erlebt, was möglich ist, wenn man das maximale Ziel erreicht hat. Und das ist ein äußerst beglückender Zustand.
der durch diese Erfahrung emotional, zellulär verankert wird. Und das gibt einen gewaltigen Motivationsschub, sich tatsächlich in diese Richtung entwickeln zu wollen. Man muss immer noch immens viel tun, es ist kein Selbstläufer, aber es ist eine Zielsetzung gesetzt und zwar aus übergeordneter Sicht. Und das sind Dinge, die man selbst sich nicht glaubte, die erreichen zu können. Dass man Dinge, von denen man nicht glaubte, dass die in einem stecken. Zukunft bedeutet nicht das Fortschreiten des Uhrzeigers, sondern ein Fortschreiten der Evolution. Im Umkehrschluss bedeutet das sogar, wenn man sich nicht entwickelt, dann steht man still, egal wie viel Zeit vergeht. Also nochmal, die physikalische Zeit kann nicht rückwärts laufen. Wenn das so wäre, auch im Umkehrschluss, dann würde das nämlich bedeuten, dass ein Zeitreisender sich durch diese Abfolge von Augenblicken in der physischen Welt rückwärts bewegen würde und seine körperliche und geistige Entwicklung würde zurückgehen. Das heißt, er würde in einen infantilen Zustand rückversetzt werden. Seine Erinnerungen würden ihm genommen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Nun gibt es in der Science Fiction eine ganze Reihe von möglichen Typen von Zeitreisen. Ich habe hier mal ein Video verlinkt, das stellt diese Typen sehr gut gegenüber. Ist zwar auf Englisch, aber die Grafiken sind recht instruktiv, finde ich. Also da gibt es den Typ, wo also durch eine Zeitreise eine parallele Welt entsteht, eine parallele Geschichte, so ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft. Oder ein Typ, wo der Zeitreisende feststellt, dass das, was er in der Vergangenheit geändert hat, bereits geschehen ist und nur ein Teil seiner Geschichte ist, ohne dass er das wusste. So wie bei Harry Potter Teil 3 oder mein absoluter Favorit, die deutsche Netflix-Serie Dark, die das Prinzip Kausalität und so geschlossener geschichtlicher Loop bis zum Äußersten treibt. Wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Sigmundus Ceatus est. Also von was gehen wir jetzt in Burkhard Heims Universum aus? Wir gehen mal aus von so einem Modell mit mehreren Geschichtslinien, zwischen denen man springen kann, also dass sich Geschichte verzweigt gewissermaßen. Bei der klassischen Vorstellung von Zeitreisen verursachen Sprünge zwischen diesen Geschichtslinien mehr oder weniger schwere Schäden in dem, was wir Kausalität nennen. Nun ist Kausalität aber etwas, das nur in vier Dimensionen definiert ist in unserem klassischen Denken. Und in sechs Dimensionen haben wir da eine völlig andere Situation. Ihr müsst euch nämlich Folgendes vor Augen halten. Normalerweise scheint es so, dass wir uns in einem ganz bestimmten Strang dieser Geschichte, dieser Geschichtsverläufe aufhalten und darauf fokussiert sind. Aber ich werde ja nicht müde zu betonen in diesem Kanal, die Psyche, das Bewusstsein, die Persönlichkeit, das sind Dinge, die außerhalb der Raumzeit liegen. Die sind nicht in der vierdimensionalen Raumzeit zu Hause, sondern im Transzendenzbereich der Welt. Wenn man jetzt die möglichen Geschichtsverläufe in dieser Ebene darstellt, dann ist die eigentliche Perspektive des Selbst, eigentlich kann es diese gesamten Verläufe überblicken. Es ist nur scheinbar eben fokussiert, aber die Verarbeitung der Erfahrung, die ist außerhalb dieser und überblickt eben diese Ebene. Burkhard Heim hatte auch ein eigenes Wort für diese Ebene, die Televariante äonische Aria. Diese Televariante äonische Aria ist das, was die verschiedenen Zeitverläufe, Schicksalsverläufe, wenn ihr so wollt, trennt und in der man sie klassifizieren kann. Wenn man jetzt geistig hoch genug entwickelt ist, A, geistig hoch genug entwickelt ist, oder B, die technischen Möglichkeiten hat, beides ist möglich, dann könnte man durchaus zwischen diesen Zeitlinien springen in einem körperlichen Sinne. Das ist ganz ähnlich vom Prinzip her wie das Reisen, das interstellare Reisen, wo man sich also in eine Parallelwelt hineinversetzt und dann an anderer Stelle in der Ursprungswelt wieder remanifestiert. Das habe ich in diesem Video genau beschrieben, das ich hier noch einmal verlinke. Wenn wir uns jetzt fragen, was kann man denn jetzt dort machen und was hat das für Auswirkungen auf dieses ganze Gebilde, diese Zeitreisen, dann müssen wir uns zwei Sachen fragen, eine Sache fragen, was wollen wir dort überhaupt? Das harmloseste Motiv, ich nenne es mal so, wäre einfach historische Neugier. Man will wissen, was damals gewesen ist, vor 100 Jahren, vor 10.000 Jahren. Das
braucht aber nicht unbedingt eine körperliche Versetzung. Das ist im Grunde genommen ein Zugriff auf die sogenannte Akasha-Chronik, das Gedächtnis der Erde nach hinduistischen Begriffen. Und das ist nur in Anführungszeichen eine Frage eines richtigen medialen Trainings. Das heißt, man muss Neutralität lernen, man muss lernen, alle Informationen absorbieren zu können, die sich einem präsentieren, auch wenn sie schwierig sind oder der eigenen Auffassung widersprechen. Und das ist, ich will das nicht banalisieren, aber es ist vergleichsweise einfach im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier sonst beschrieben habe und noch beschreiben werde. Aber das hat nicht unbedingt einen Einfluss auf die Vergangenheit. Und davon abgesehen, es gibt offenbar das Phänomen, dass es spontan Wahrnehmungsdurchbrüche gibt aus anderen Zeiten, die sich sehr, sehr, die sich, die durchaus manifest sind. Also bei voller in der normalen Umwelt geschehen. Da kenne ich zwei Berichte, die sich interessanterweise in einem Punkt sehr ähneln. Das eine war, zwei Spaziergänger ich glaube, es war im Teutoburger Wald, begegnen einer Kolonne von römischen Legionären. Die sind da einfach lang gegangen. Die haben natürlich gedacht, das ist eine historische Vorführung, die haben Kostüme an, das ist ein Film, gab es aber keine Anzeichen für. Die waren auch nicht in der Lage, die anzusprechen, die haben nicht reagiert auf Ansprache und haben die auch nicht gesehen. Vielleicht war das gut so. Das andere waren zwei Wanderer am Untersberg, der jetzt sowieso ein bisschen mythenbehaftet ist, aber dort hat sich das wohl zugetragen. Die wurden auf ihrem Wanderweg überholt von einer Kolonne von Soldaten, die Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg trugen, also deutsche Uniformen. Die dachten natürlich auch, das ist eine Studentenverbindung, die sich irgendwie einen Spaß erlaubt, und haben dann zwei Wanderer, die ihnen entgegenkamen, gefragt, habt ihr die gesehen? Nein, niemand hatte die sonst gesehen. Interessant ist, dass in beiden Fällen das also Militärkolonnen waren. Ich habe keine Ahnung, warum das damit auftritt, vor allem vielleicht, weil sich eine Gruppe von Menschen, wenn sich eine Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gemeinsam konzentriert auf irgendwas, vielleicht katalysiert das solche Effekte. Ich habe keine Ahnung, das ist reine Spekulation. Aber solche Vorfälle gibt es also, wo sich so Zeitlöcher bilden. Alles, was eine direkte Interaktion mit der Vergangenheit bedeutet, läuft aber darauf hinaus, dass man die Vergangenheit ändert, willentlich oder unwillentlich, für die Optimierung des eigenen Schicksals, wie Biff in Zurück in die Zukunft, der seinem vergangenen Selbst dieses Büchlein mit den Wettergebnissen der nächsten Jahre gibt. Oder vielleicht will man die allgemeine Geschichte verändern, verbessern, indem man sagt, ich räume mal den und den Diktator aus dem Weg, bevor der Schaden anrichtet und sowas. In Heimsprech bedeutet so ein Vorgang, in dieser Televarianten-Aria wird ein Polydromie-Knoten aufgesucht und von dem Punkt aus ein anderer monodromer Zweig des Geschichtsverlaufes verwirklicht. Den Entschluss, in die Vergangenheit zu reisen, kann man aber nur machen, wenn man die Vergangenheit bereits erlebt hat, also eine Variante von Vergangenheit. Natürlich hat man eine Version von Vergangenheit bereits erlebt, denn man muss ja wissen, wann und wo man hin will und was man verändern möchte und was aus eigener Sicht damals nicht optimal gelaufen ist. Die eigene Erfahrung aber, die ist transzendent und nicht an eine bestimmte Zeitlinie gebunden. Und damit wird die Zeitreise an sich auch zu einem Teil der eigenen Evolution, die auch nicht zurückgedreht werden kann. Wenn man nun so einen Punkt aufsucht in der eigenen biografischen Vergangenheit oder in der eigenen Geschichte und etwas ändert, dann bedeutet das, dass man sich eines anderen Geschichtsverlaufes bewusst wird. Das heißt, die Erfahrung, die auf dem alternativen Geschichtsverlauf gemacht wird, strömt ins Bewusstsein und wird Teil der eigenen Identität. Und es ist dann kein Widerspruch, dass man die andere Vergangenheit bereits erlebt hat. Die neue Vergangenheit, neuer Geschichtsverlauf wird sozusagen parallel erlebt und nur die Fokussierung ändert sich. Die alte kann irgendwann vielleicht vergessen oder verdrängt werden, aber es entsteht kein Widerspruch zur eigenen Entwicklung. Und was immer sich in der Geschichte ändert, das hat nichts zu tun mit irgendetwas, das hat nichts zu tun mit der eigenen Biografie. Die eigene Biografie ist sechsdimensional und beinhaltet die gesamte Zeitreise-Thematik. Eigentlich ist das
Etwas, was sogar ständig geschieht, möchte ich jetzt behaupten. Wenn ihr euch einfach vorstellt, dass ihr in der Vergangenheit zu irgendeinem Zeitpunkt andere Entscheidungen getroffen hättet, andere Wege eingeschlagen hättet. Auch das erzeugt bereits einen alternativen Geschichtsverlauf, den ihr gedanklich wahrnehmt. Das hat halt keine große Intensität. Was anderes ist es, wenn ihr zum Beispiel in einem der fortgeschrittenen Natalkurse macht man das ganz gezielt, dass man in die Vergangenheit springt, auch in die Zukunft, davon abgesehen, und alternative Verläufe registriert, und zwar auf einer wesentlich intensiveren Ebene. Da geht es dann nicht oder auch nur peripher um das Auflösen alter Traumata und sowas, sondern es geht darum, wie kann die Vergangenheit optimiert werden. Und das hat Auswirkungen auf das heutige Selbst. Das ist auch so etwas wie das intensivere Kreieren eines alternativen Geschichtsverlaufes. Man erlebt danach ein anderes positives Gefühlspotenzial, ohne dass man natürlich vergisst, was wirklich geschehen ist, aber es ist eine andere Wirklichkeit dazugekommen, die viel bereichernder ist und befriedigender. Das Thema Zeitreisen ist jetzt noch lange nicht abgehakt mit diesen Darstellungen, aber ich möchte mal abwarten für das nächste Video, was ihr an Kommentaren und Vorschlägen habt, und darauf möchte ich dann auch gerne eingehen. Es bleibt jetzt auch noch die Frage offen, wie ist das, wenn man die eigene Geburt verhindert und so weiter? Welche Art von Erfahrung ist das? Zum Fazit dieses Videos möchte ich noch auf was anderes hinweisen oder eine andere Parallele ziehen. Vor einigen Monaten habe ich dieses Video gemacht, in dem ich über das Seth-Material gesprochen habe. Seth, gechannelte Persönlichkeit von einem amerikanischen Medium, exzellentes Material, der über die Realität spricht, wie er sie sieht, aus seiner Sicht. Das, was ich jetzt beschrieben habe eben, deckt sich sehr gut, also das Heimmodell deckt sich sehr gut mit dem, wie Seth das beschreibt. Aus Seths Sicht gibt es weder eine feststehende Vergangenheit noch eine feststehende Zukunft. Das einzige Zentrum gewissermaßen ist die eigene Psyche, die ein unendliches kreatives Potenzial darstellt und sich in verschiedenen Umwelten aus seiner Sicht parallel aufhält und sich auf jede davon fokussieren kann. Sowohl Vergangenheit und Zukunft als auch Gegenwarts-, Vergangenheit- und Zukunftsalternativen. Das ist also völlig unabhängig von unserem bisherigen Konzept linearer X4-Zeit. Sollte uns aber auch nicht mehr erschrecken. Alternative Vergangenheiten und Gegenwarten und auch Zukünfte sind also jederzeit erlebbar, ganz bewusst und gezielt. Gut, jemand wie Seth hat lange dafür geübt, aber so etwas ist auch schon jetzt und heute möglich. Für euch und für jeden in sechs Dimensionen in Farbe.